Von der Besuchertribüne aus wurde die Debatte im Bundestag aufmerksam verfolgt. Viele Bürgerinnen und Bürger mit Down-Syndrom hörten den Redebeiträgen am Donnerstag aufmerksam zu. Selbst zu Wort kam niemand mit einer Trisomie. Unten drehte sich die Orientierungsdebatte um die Frage, ob die Kosten von Bluttests zur Diagnose von Trisomien durch die Krankenkassen übernommen werden sollen. Ums Geld ging es dabei allerdings nur am Rande. Im Kern mussten sich die Abgeordneten die Frage stellen, ob eine generelle Kostenübernahme zu einer leichtfertigeren Inanspruchnahme des Tests führt und zu häufigeren Schwangerschaftsabbrüchen. Denn in den meisten Verdachtsfällen wird abgetrieben. Auf eine Einbindung der Bluttests in psychosoziale Beratung können wir im Rahmen der Kostenübernahme bestehen, bei der Nutzung von Angeboten außerhalb unseres Gesundheitssystems nicht. Den Untergang des Abendlandes zu befürchten, nur weil ein neues risikoarmes Verfahren ein altes risikobehaftetes mit zusätzlich besserer diagnostischer Aussagekraft und dann noch kostengünstiger ersetzen soll, geht schon mal an der gegebenen Realität vorbei. Wir werden sehr viele dieser Tests bekommen. Wir werden Tests auf jede fast erdenkliche genetische Erkrankung bekommen. Die sind jetzt in Vorbereitung. Dafür brauchen wir ein Gremium. Das müssen Ethiker, Wissenschaftler, Soziologen, Psychologen sein. Wozu dient der Test dann? Er dient in aller Regel, machen wir uns nichts vor, der Selektion. Die allermeisten Föten werden abgetrieben, wenn vermutet wird, dass das zukünftige Kind mit Trisomie 21 auf die Welt kommen würde. Und es gehört dazu, das Recht auf Nichtwissen, der Wunsch nach einer Schwangerschaft, in der man sich nicht ständig mit Risiken, Wahrscheinlichkeiten, ihren Möglichkeiten, möglichen Folgen, daraus resultierenden weiteren Tests und so weiter beschäftigen muss, sondern sich einfach voller Hoffnung auf sein Kind freut. Ich setze mich dafür ein, dass der Bluttest Kassenleistung werden muss. Aber, meine Damen und Herren, nicht als flächendeckendes Angebot der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn ich möchte keine Massenuntersuchung, kein Screening auf Trisomie 21. Kritiker befürchten, als Kassenleistung impliziere der Test, dass es normal sei, Kinder mit Behinderung als nicht erwünscht abzutreiben. Befürworter argumentieren, es sei nicht rational, einen weniger gefährlichen Test als die kassengetragene Fruchtwasseruntersuchung nicht zuzulassen. Bisher müssen Schwangere die Kosten selbst tragen.